Ja, der Max, der hat noch uns die Ehre gerettet. Ja, das ist so, die Hanauer, die machen es immer spannend. Und heute haben wir es wieder sehr spannend gemacht. Aber der Max war souverän drauf. Er hat das geboxt, was er boxen soll und kann vor allem. Und das ist einfach bärenstark. Und gegen einen starken Arthur Mann. Ja. Arthur Mann ist auch kein leichter Gegner. Also muss man sagen, toi, toi. Also fahren wir glücklich und zufrieden nach Hause. Ja, wir waren glücklich und zufrieden. Ja, ich bin nur nicht zufrieden gewesen, Rinat Karimov sein Kampf. Der ist gar nichts gewertet worden von seiner Stelle. Aber es kommt immer. Aber ich weiß nicht, was manche sehen. Ich weiß auch. Ja, verstehe ich gar nicht. Aber trotz allem war es eine Top-Veranstaltung. Genau. Wir wurden top aufgenommen. Zuschauer super, super fair. Vielen Dank nochmal für alles. Und danke dir auch nochmal. Ja, und vielen Dank an unsere Gäste und vor allem an unseren Präsidenten Ulrich Bittner, der das uns alles möglich macht. Und René Weller steht jetzt auch noch bei mir. Das war doch jetzt zuletzt noch ein sehr erfreulicher Abend, oder wie beurteilen Sie das? Ja, den kann man nur erfreulich bezeichnen. Wir haben den Sieg, weil es ganz wichtig weiterzukommen und es ist uns gelungen, super war's. Also heute sind Sie wahrscheinlich auch zufriedener mit der Mannschaft als beim letzten Mal. Wir sind alle sehr zufrieden, es hat geklappt. Und man kann ja immer sagen, für die Gegner knapp vorbei ist auch daneben. Ging uns ja auch schon so. Von daher, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Lassen Sie es sich gut gehen und gute Heimreise. Und auch der strahlende Präsident des Boxring Hanau steht jetzt bei mir. Die Erleichterung steht ihm doch ins Gesicht geschrieben. Sogar mit einem Schluck Wasser, wenn ich mal darf. Sehr gerne. Ja, es war wie eine Achterbahn der Gefühle, anders kann man das gar nicht sagen. Geht da von oben runter am Anfang. Ich war so relaxed heute, auch bis zur Pause. Und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass wir hier kippen können. Doch da, als der Magomedov, und das war der Knackpunkt, weil der Magomedov, der hat die ersten beiden Runden, insbesondere die erste, verschlafen. Und da ich ja hinten hinter der Punktmaschine saß, stand, und da konnte ich das immer mitverfolgen, wie ging es hoch und runter. Ja, der lag ja manchmal 7 zurück und hat es trotzdem wieder aufgeholt. Wenn er am Anfang das nicht verschlafen hätte, dann wäre dieser Punkt, den ich eigentlich als Bank hatte, klar gekommen, unmittelbar nach der Pause. Und dann wäre das hier gar nicht mehr zu so einer Zitterpartie geworden. Jetzt hat es der Max wieder gerichtet. Da sieht man mal, was dieser Junge ohne Nerven ist, wenn es drauf ankommt. Der Daniel Lockstein mit 17 Jahren das erste Mal Bundesliga geboxt, kann man ihm gerade für übel nehmen. Toll hat er das gemacht. Auch der Oliver Grohmann hat seine Aufgabe super gemacht. Da sieht man, wie wichtig die Punkte sind, nur dass er da reingeht. Dann bin ich so 10 Sekunden vor Ende Locksteins Kampf, weil den konnte er nicht gewinnen, hat es trotzdem super gemacht. Noch schnell in die Kabine zum Max und habe ihm gesagt, Max, worauf es hier drauf ankommt. Wenn wir hier verloren hätten, dann hätten wir die rote Laterne, hätten wir alle Träume begraben können. Hätten wir auch die restliche Planung vollkommen über den Haufen dann geworfen. Ich hatte schon gewarnt in der Zeitung vom Super-GAU, es war haarscharf dran. Und dann ist der Max so cool und sagt einfach, ach Chef, ich gehe da raus und ich mache das Ding einfach so mit links weg und dann sind wir ganz oben. Und so ist es gekommen. Also der ist also wirklich Wahnsinn. Und wenn es drauf ankommt, war es jetzt schon so oft gewesen, dass er es dann wirklich gerichtet hat. Es gleicht sich wieder aus. Tut mir ein bisschen leid jetzt auch für die Weimarer, die uns hier wunderbar aufgenommen haben. Dass, wie das so ist, wenn ein Kampf nicht angetreten wird. Heute waren die Leidtragenden, glücklicherweise jetzt nicht durch eine komische Geschichte mit der Waage. Aber wie gesagt, das fehlt dann am Schluss. Aber über die Saison gleicht sich's wieder aus. Für uns war es natürlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Gick oder Gack, würde ich mal so sagen. Dafür glücklicherweise war es Gick. Mal sehen, wie heute Seelze gegen Chemnitz geboxt hat. Vielleicht sind wir schon oben wieder dran. Jetzt will ich sogar wieder ein bisschen träumen. Also, wir haben die Nase an der Spitze wieder nach oben gerückt. Hanau ist noch nicht verloren. Vielen Dank, Ulrich Bittner.